So, ich komme zum letzten Teil in Photoshop. Noch ein paar Kleinigkeiten. Ich möchte, dass die Mauer etwas dreckiger aussieht, vor allen Dingen im unteren Bereich. Ich möchte, dass die Straße noch ein bisschen dramatischer eine Tiefenwirkung erzeugt. Und ich möchte auch, dass das Haus ein bisschen kontrastreicher dargestellt ist. Zum Schluss kommt dann noch der Text dazu und ein Hintergrundbild, aber das ist eine Kleinigkeit. Jetzt zunächst einmal das allererste, ich möchte gerne, dass das Haus ein bisschen kontrastreicher ist. Es ist ein bisschen flau. Ich klicke mal auf die oberste Bildebene, also nicht auf die alleroberste, das wäre ja dieser Hintergrund, sondern auf die oberste Bildebene, damit die aktiv ist, und wähle dann aus den Einstellungsebenen die Tonwertkorrektur. Und dort schiebe ich mal den rechten Weißregler ein bisschen nach rechts. Wenn Sie das mal richtig stark machen, dann merken Sie, wie der Kontrast hier stärker wird. Und das würde mir jetzt aber reichen. Ja, also ich will ja auch jetzt hier keine Artefakte erzeugen. So, jetzt kann man die an- und ausschalten. Und Sie sehen den Unterschied im Bild. Man kann das dann auch noch stärker machen, wenn man möchte später. Man könnte auch diesen Regler noch ein bisschen nach rechts ziehen. Dann würden die dunkleren Bereiche dunkler werden, wie man hier sieht. Ja, auch das geht natürlich. Ich will es jetzt aber hier nicht übertreiben. Lass den mal hier an der Stelle stehen. So. Generell, so als Faustregel, auch wenn man natürlich die Einzelkanäle noch bearbeiten kann, gilt eigentlich, dass die Regler an den Enden dieses Pixeldiagramms jeweils stehen sollten. Also hier, da habe ich sozusagen dann die Folge, wenn ich das ganz nach links ziehe, dass ich hier kein echtes Schwarz hätte, sondern nur dunkles Grau an der dunkelsten Stelle. Und hier habe ich dann tatsächlich echtes Schwarz und hier das gleiche mit dem Weiß. So. Jetzt zum Thema der Überlagerung dieser Wand. Die ist ein bisschen abstrakt dafür, dass sie im Vordergrund ist, und ich möchte jetzt gerne da ein bisschen Struktur reinbringen. Ich habe es mir relativ leicht gemacht in der Covergestaltung, weil wir natürlich in Photoshop sozusagen keine Tiefenwirkung erzeugen können, jedenfalls nicht keine echte. Wir können das höchstens versuchen zu simulieren. Ich habe es jetzt, wie gesagt, mir einfach gemacht. Ich habe mit Mustereinstellungsebenen gearbeitet. Das heißt, es wird mit Muster überlagert. Und dazu habe ich auch einen Kanal vorbereitet, beziehungsweise eine Maske, das kann man hier sehen. Eine Maske für diese Mauer. Wenn ich da auf diese Miniatur klicke mit der Command- oder Steuerungstaste, dann wird diese ausgewählt. Und ich kann jetzt hier oberhalb der ersten Bildebene, der obersten Bildebene, eine Musterebene einfügen. Das Muster in Photoshop kennen Sie ja. Sie haben da die Möglichkeit, ein Muster zu verwenden. Sie sehen schon, das ist bestimmt nicht das Richtige. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, nach Klick auf diese Miniatur mit diesem kleinen Pfeil alle möglichen Musterbibliotheken noch zu laden. Ich habe schon eine geladen, das ist die Strukturenbibliothek gewesen. Wenn man das jetzt macht, zum Beispiel Strukturen 2, wird man gefragt, ob man die Bibliothek anfügen möchte oder ob das ersetzt werden soll. Anfügen ist eigentlich die bessere Variante, und da kann man halt hier gucken, was man da gerne so hätte. Ja? So, ich habe mich hier für einen bestimmten Typ entschieden, der heißt, also wie gesagt, probieren kann man eine Menge, und es gibt bestimmt auch noch bessere Möglichkeiten als die, die ich gewählt habe. Ich nehme jetzt mal die Leder heißt. Das sieht man ganz kurz, wenn man den Zeiger da drauf lässt, wird es angezeigt. Die heißt also Leder. Daran kann man sich dann merken, welche das überhaupt war. Und die Skalierung 100% lasse ich jetzt auch mal. Ich bestätige mit OK. Und das war's. Jetzt überlagere ich das Ganze mit einer weiteren Einstellungsebene, und zwar eigentlich mit der gleichen, und das Ganze mache ich dreimal. Also ich kopiere jetzt diese Ebene mit Steuerung oder Command J zweimal und stelle jetzt alle drei auf Multiplizieren. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist da der Witz? Der Witz ist zunächst mal gar nicht da. Ich mache jetzt Folgendes. Ich klicke jetzt hier nochmal auf diese untere und stelle jetzt dort als Skalierung mal 50 ein. Die bleibt auf 100 und die wird auf 150 gestellt. Dann ergibt sich schon eine etwas bessere Überlagerung, wie man hier sieht. Ja, also man kann jetzt hier die Ebenen abschalten und sieht da eben verschiedene Körnungsgrade sozusagen. So, was ich jetzt mache, ich möchte natürlich, dass die Wand eigentlich wieder weiß ist, und das soll auch nicht überall so sein. Ich arbeite jetzt mal mit Verläufen. Ich probiere das jetzt aus. Ich schalte mal diese beiden hier aus.
und klicke jetzt in diese Maske von der obersten Musterfüllungsebene mit gedrückter Command- oder Steuerungstaste, dann wird wieder diese Auswahl geladen, das Verlaufswerkzeug. Und ich muss sicher sein, dass es ein Schwarz-Weiß-Verlauf ist. Ja, das ist schwarz, das ist weiß. Okay, und jetzt ist der Modus nicht wie eben reflektieren, sondern einfach wieder linear. Und ich kann jetzt einfach mal in die Maske ein Verlauf zeichnen innerhalb dieses Bereichs. So. Wie gesagt, ich möchte nur, dass es im unteren Ende so ist. So, das ist doch ganz okay. Jetzt mache ich das hier genauso. Sie werden merken, wenn Sie mit dem Verlaufswerkzeug öfters gearbeitet haben, dass es dann immer besser geht. So, dann mache ich das hier auch noch, bei der hier. Auch da möchte ich gerne, dass es nicht ganz... So, so soll das jetzt mal bleiben. Ich löse die Auswahl auf mit Steuerung D. Jetzt kommt noch eine Tonwertkorrektur-Ebene darüber mit der gleichen Maske wie gerade für die Mauer. Ich wähle nochmal die Maske aus, hier unten in der Kanäle-Palette. Diese Masken kann ich jetzt nicht mehr so gut gebrauchen, weil da ja die Verläufe drin sind. Ich klicke jetzt hier nochmal drauf. Und jetzt kommt hier über die oberste Musterebene eine Tonwertkorrektur. Da schiebe ich mal die Regler so ein bisschen zusammen. Okay, das ist ein bisschen stark. So, und hier, das ist mir ein bisschen zu. So, das ist doch ganz gut. Wichtig ist das Extrem, der unterste Punkt soll also relativ dunkel sein, dann kann ich den Teil dazwischen ruhig ein bisschen auffüllen. Dann wäre das so. Okay. So. Das ist jetzt eine Tonwertkorrektur, die sich nur auf diesen Teil hier beschränkt. Man kann dann auch immer testen, wie das ohne das aussah. Jetzt ist das eigentlich ganz gut. So, jetzt mache ich noch aus dieser... Jetzt möchte ich das noch ein bisschen filtern. Das ist mir noch ein bisschen zu bröselig. Jetzt mache ich aus diesen vier Ebenen, die man hier sieht, eine gemeinsame. Das ist jetzt ein bisschen schlecht zu sehen. Ich möchte jetzt sozusagen diese alle zusammenfassen mit einem Tastenbefehl, der heißt Steuerung Shift Alt E. Damit erzeugen Sie sozusagen eine Kopie dieser vier Ebenen, eine Zusammenfassung aller vier Ebenen als Kopie. Das ist das richtige Wort. Ich blende die anderen Ebenen wieder ein und lasse dann nochmal einen Filter darüber gehen, meinen Lieblingsfilter, den Körnungsfilter. Und das mache ich so, ich wandle diese Ebene in ein Smart-Objekt um, sodass ich Filter zerstörungsfrei anwenden kann und nehme dann den Strukturierungsfilter Körnung. Das ist jetzt ein bisschen grob, ein bisschen groß. So. Und zwar vertikal. Muss man mal ein bisschen mit den Einstellungen spielen, was das so bedeutet. Das ist eigentlich ganz gut. Kontrast eher schwächer, die Intensität vielleicht auch. Schauen wir mal, wie das dann wird. Generell arbeite ich immer ein bisschen radikaler mit diesen Filtern, weil ich ja schon weiß, dass ich später die... Okay, das soll mal gut sein, 67:28, okay. Weil ich ja weiß, dass ich diese Filter später abschwächen kann. Und zwar so, dass ich jetzt hier diesen Filter ja in der Ebenenpalette sehe und ich kann jetzt auf dieses kleine Symbol hier klicken. Doppelt. Und dann kann ich den ausprobieren, wie das aussieht, wenn ich den zum Beispiel in verschiedenen Blendmodusen anwende und dann natürlich auch die Deckkraft reduzieren, sodass er nicht mehr ganz so dominant ist. Das ist jetzt ein bisschen stärker als auf meinem Titelbild und das ist vielleicht auch ein bisschen stärker als nötig.
Wir können, wenn wir wollen, die Deckkraft nochmal reduzieren. Wir haben hier eine Ebene, die über einer schon vorhandenen Bildebene liegt. Ich kann jetzt deren Deckkraft ein bisschen reduzieren, um einfach mal diesen Effekt ein bisschen abzuschwächen. Dazu muss ich allerdings diese hier ausblenden, aus denen sich ja diese obere zusammensetzt. So, das ist jetzt ein bisschen zu wenig. Okay, so. Gut. Ein bisschen kann ich noch spielen. Jetzt habe ich hier 100%. Das wollte ich ja eigentlich gar nicht. So. Gut, das soll jetzt mal reichen. Jetzt kommt noch kurz die Straße dran. Da hatte ich gesagt, ich wollte die auch noch ein bisschen behandeln. Da würde ich vorschlagen, machen wir das so. Es kommt einfach eine weitere Ebene darüber, die auch wieder maskiert. Ich nehme zunächst mal die Tonwertkorrektur über dieser Ebene. Angelegten Ebene die Tonwertkorrektur. Die wird mir jetzt alles abdunkeln. Ja, da sieht man schon, wie die Straße hier dunkler wird. Ich mache das noch ein bisschen dunkler, indem ich das hier nach da ziehe. So, und weil es jetzt natürlich das ganze Bild betrifft, muss ich jetzt noch eine Maske anlegen. Ich bin jetzt also hier. Und die Maske sieht jetzt so aus. Ich zeichne zunächst mal mit dem Polygon, lasse in der Maske kurz eine Auswahl und die kann ich jetzt füllen bzw. die Umkehrung dieser Auswahl, Steuerung Shift oder Command Shift I, fülle ich jetzt mit Schwarz. Das geht hier mit der Vordergrundfarbe, dazu drücke ich Command Backspace. Das war Alt Backspace, Entschuldigung. Und jetzt ist sozusagen nur dieser vordere Teil dunkel. Ja, ich habe also hier eine Maske erzeugt. Wenn ich die abschalte, dann ist alles dunkel. Mit Shift-Taste kann man die an- und ausschalten. Und jetzt ist alles maskiert. Jetzt kann ich noch innerhalb dieser Auswahl sozusagen wieder einen Verlauf anlegen. Das Schema ist jetzt mittlerweile bekannt. Es soll hier vorne dunkel bleiben, da hinten soll es hell werden. Das heißt, ich komme von da nach da und zeichne hier so einen Verlauf an. Und jetzt sehen Sie, wie das da hinten schön heller wird. So. Jetzt noch ganz schnell, ich hoffe, ich bin noch nicht über meine 15 Minuten hinaus. Wir haben jetzt hier in der Gruppe noch ein paar Sachen liegen, und zwar hier diese Zeichnung, diese CAD-Zeichnung, die kommt, legen wir mal hier hin oder oben drauf, genau, machen sie sichtbar, da ist sie. Und die soll jetzt die gleiche Maske bekommen erstmal wie das hier, weil ich natürlich die auch nur da sehen will, wo der Himmel ist. Das heißt, ich kann jetzt diese Maske mit gedrückter Alt-Taste da hochziehen und jetzt ist das auch maskiert. Und jetzt kann ich noch innerhalb dieser Auswahl, dieser Maske, Entschuldigung, kann ich noch einen Verlauf zeichnen. Ich wähle jetzt gerade sozusagen das Schwarze aus, beziehungsweise das Weiße und kann jetzt hier in diesem ausgewählten Bereich mit dem Verlaufswerkzeug wieder einen Schwarz-Weiß-Verlauf zeichnen. Ich möchte, dass es hier unten ganz verschwindet und nach oben hin sichtbar ist. Ja, jetzt sehen Sie hier, wie Sie das machen können. Ich will sozusagen, dass es hier gar nicht zu sehen ist und dann ab hier sozusagen ganz. So, fehlt noch der Titel. Der ist hier. Den ziehe ich ganz nach oben. Der stört nicht weiter, weil er ja, da drüber sitzt und da ist es. Das war's. So setze ich das Cover zusammen. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen verstanden, wie es funktioniert. Und Sie haben vor allen Dingen ganz am Anfang gemerkt, wie gut Sie sozusagen eine Schwäche von Vectorworks aushebeln können, relativ unkompliziert, mit einem zusätzlich gerenderten Bild für die Maskierung der Fenster. Das war's.